Yo, meine Freunde, was geht ab? Euch Xavier hier am Start am Boombeach High Level Mittwoch mit einer weiteren Challenge. Ja, ihr seht richtig. Ja, ihr seht es ja schon im Titel, was wir vorhaben. Es wäre eigentlich total interessant, wenn wir nur Medics nehmen würden, aber naja, ihr seht es im Titel. Leider ist dann die Überraschung vorbei. Vielleicht hat der ein oder andere den Titel gar nicht gelesen, dann wäre das lustiger für euch. Ich muss eine Sekunde den Ton leiser machen, sonst bin ich gleich taub. So, bevor wir zu dieser lustigen Challenge kommen, die muss ich auch jetzt machen, weil bald wird es gepatcht werden. Ich erzähle euch gleich mehr davon. Reden wir ganz kurz über meine Base, dann grüße ich einen und dann rede ich über eine andere Challenge, die ich vorhatte oder die ich mir gewünscht habe, aber die leider nicht zustande gekommen ist. Also, meine Base entwickelt sich fleißig weiter. Ihr wisst ja, meine Hauptgebäude sind auf Max. Jetzt arbeite ich an den Kanonen als erstes und danach habe ich mich entschieden, dass ich auf die Schützentürme gehe. Und danach weiß ich noch nicht. Sehen wir weiter. Zwei Kanonen sind jetzt auf 20 gemaxt. Die hier geht gerade auf 19 und dann in 12 Stunden werde ich die dann auf 20 aufwerten. Mal sehen, wo ich die Ressourcen herkriege. Die anderen sind leider noch auf 12, also das war ein langer Weg. Ich habe die jetzt die 8 Stufen Level. Ist ja das gleiche. Also wenn ihr euch fragt, wieso geht das so langsam? Es dauert. Also ich eigentlich in Boom, bei meinem High-Account bin ich so aktiv, also sobald ein Update verfügbar ist, also sobald der Bau fertig ist, farme ich und schmeiß das nächste an oder ich habe eigentlich meistens schon genug. Ihr seht ja, die sind relativ günstig am Anfang, die brauchen aber so lange. Hier 14 Stunden und die hier glaube ich einen Tag irgendwas und dann, wenn die auf 20 geht, einen Tag und 12 Stunden oder so. Es dauert leider, also es ist nur noch ein Zeitaspekt, bis wir Max sind, aber das ist ja keine große Sache. So, als nächstes grüße ich einen Simon, der hat sich gewünscht, dass ich ihn besuche, aber leider dauert das immer so mit dem Besuch, deswegen wenigstens einen Gruß und er hat dazu geschrieben, von wo er kommt, damit er damit in der Schule angeben kann. Oh Gott, ich finde das immer so witzig, wenn ihr sowas schreibt, aber ich lasse mal lieber den Ort weg. Ich habe ihn jetzt leider auch nicht aufgeschrieben, aber ich meine dich, der du mir da geschrieben hast und wenn das deine Freunde hören, dann könnt ihr ihm glauben, weil ich meine genau ihn. Außer das sagen jetzt 10 Simons zu ihren Freunden, wobei, na, ist nichts Besonderes, wenn ich einen grüße, denke ich. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Ich freue mich, wenn ich irgendwem eine Freude machen kann. Naja, jetzt zu was anderem. Ich habe mir schon vor längerer Zeit eine Challenge gewünscht mit YouTubern und dann habe ich eine gemacht. Mit Nether oder Nether oder wie auch immer. Und mich hat noch einer gefragt, ich habe den Namen vergessen, Max oder so irgendwie, schreibt mir nochmal, damit wir bald eine Challenge aufnehmen können. Und dann hatte ich ja vor, mit Mr. Mobile Fanboy eine zu machen, beziehungsweise ihr habt gesagt, also ich habe gefragt, kennt ihr welche größere YouTuber oder YouTuber, egal wie groß, ob die halbwegs vernünftige Qualität haben bei Videos und dann Boombeach aufnehmen, Mr. Mobile Fanboy, da habe ich ihm geschrieben und er hat mir leider nicht geantwortet. Was verständlich ist, aber naja. Und dann habe ich gesehen, dass Don John auch Boombeach-Videos macht, beziehungsweise ich gucke Don John schon seit längerem und dann immer die Clash-Videos, aber dann hat er wieder mit Boom angefangen, der hat ja vorher gespielt und dann aufgehört und da ist er noch ziemlich unerfahren. Dann habe ich ihm mal einen Kommentar geschrieben, beziehungsweise zuerst wurde mir ein Kommentar bei mir geschrieben, hättest du nicht mal Lust, mit ihm was zusammen zu machen, das wäre so cool, meine zwei Lieblings-YouTuber. Und ich so, ja, das ist echt eine gute Idee. Ich habe ihm zuerst so normale Kommentare geschrieben und dann habe ich jetzt vor 2 Wochen oder so geschrieben, hey, hättest du nicht mal Lust, dass ich dir irgendwie Tipps gebe oder so, weil er hat auch gefragt, kann mir einer Tipps geben oder so, dass wir vielleicht mal, keine Ahnung, dass ich ihm was erkläre, dass wir was zusammen aufnehmen oder einfach nur eine Challenge machen, dass wir noch nicht mal zusammen spielen müssen, sondern nur so, jeder hat eine Aufgabe und ja, dann vergleicht man am Ende, wer das besser gemacht hat, sowas. Ich mag sowas immer sehr gerne, aber leider finde ich dann nicht die richtigen Leute und naja, ich hatte bei ihm irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung als bei Mr. Mobile Fanboy, weil ihn kenne ich auch überhaupt nicht, also Fanboy-Typ. Da gucke ich auch nicht die Videos, ist nicht so mein Fall, aber wäre ja eine Möglichkeit gewesen, mit einem mal eine Challenge aufzunehmen. Es gibt ja nicht so viele deutsche Boombeach-YouTuber und dann habe ich gedacht, Don John, ja, ist ja so eher aktiver mit seiner Fanbase und so, und dann, ja, nein, leider nicht. Da war ich, na, okay, man,
ich habe nicht zu viel erwartet, aber ich hatte mehr Hoffnung als bei dem anderen. Und dann habe ich auch gesehen, dass ein paar von euch bei ihm auch Kommentare unter die Videos geschrieben haben: Hey, hättest du nicht mal Lust mit X7? Er hat dir einen Kommentar geschrieben, wäre super und so. Und das finde ich echt toll von euch, aber leider, naja, bei so großen YouTubern kommt man nicht immer durch. Aber das ist kein Problem, wenn irgendwer von euch noch irgendwie halbwegs vernünftige Qualität macht, schreibt mir einfach. Ich habe momentan immer ziemlich viel Stress und nicht so viel freie Zeit, aber ich krieg das schon eingeschoben irgendwann. Also Max, oder ich habe deinen Namen vergessen, oh Gott, schreibt mir nochmal, damit wir zusammen eine Challenge uns überlegen können und wir uns die aufnehmen. Und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema vom Video. Wir haben heute nur Medics. Auf welcher Stufe sind meine Medics überhaupt? Medics sind jetzt auf Level 5. Immerhin sind ein bisschen gewachsen. Wir haben übrigens die Abfackler auf Max geschoben, das wollte ich euch noch zeigen. Und ansonsten, Grenadiers gehen auf Level 9, ich glaube, die gehen bis 10. Kann das sein? Wir werden es sehen. Nur Medics ist natürlich Schwachsinn, wir nehmen aber heute Medics plus Mini-Roboter. Und das Ding ist, ich wollte diese Challenge einmal machen, weil sie bald nicht mehr möglich ist. Die Medics, die Mini-Roboter werden im nächsten Update gepatcht. Das heißt, sie sind dann nicht mehr, die reagieren dann nicht, die sind dann nur noch eine Fähigkeit, die reagieren nicht wie eine eigene Truppe, weil momentan können Medics die heilen, sie reagieren auf Flares, sie können im Rauch verschwinden, sie können selbst geschockt werden und sie können irgendwo hingeschickt werden und sie sind auch, wie nennt man das, sie sind auch beeinflusst von den Statuen beeinflusst. Und das wird im nächsten Update behoben, dann kann man damit nicht mehr so viel Spaß haben, wie wir jetzt vorhaben. Ich habe keine Ahnung, also meine Challenge ist es, mit nur Mini-Robotern, die dann von Medics unterstützt werden, eine Base kaputt zu machen. Ich weiß, meine Mini-Roboter sind noch auf Level 1. Schaut euch das an. Mini-Roboter auf Level 1. Es wird sehr, sehr hart. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Aber wir versuchen es einmal. Einmal sollte man das versuchen. Der Vorteil ist natürlich, man kann Mini-Roboter irgendwo hinschicken. Das heißt, wir könnten direkt am Ende von der Base anfangen. Da wir aber Medics dabei haben, müssen wir natürlich vorne anfangen. Oh, die Base ist ziemlich low. Natürlich Schockwerfer gemaxt. Sollen wir den versuchen? Wir gucken mal alle Bases durch. Und der sieht noch am machbarsten aus. Der hat auch Low Def. Gefährlich sind für die Mini-Roboter natürlich Minen und Boom-Kanonen. Dass wir die mit der Kanonenbordenergie vorher ausschalten, das wäre optimal. Dann könnten wir vielleicht da hinten. Der sieht gut aus. Sollen wir das hier versuchen? Wir versuchen das hier. Wir können natürlich auch schocken und wir können normale Kanonenbordenergie benutzen. Nur wir dürfen keine andere. Wir sind natürlich nicht geboostet. Ich würde mal sagen, wir setzen einen Mini-Roboter nach hier hinten. Der bekommt. Dann gucken wir mal, wie viel Schaden der bekommt von dem Raketenwerfer. Dass sie vielleicht ein bisschen freie Energie sammeln. Meine Güte, bevor die ein Gebäude kaputt machen, sind die ja schon tot. Versuchen wir es einfach mal. Dass wir dann. Als erstes würde ich sagen, die Boomkanone und die Boomkanone, die brauchen jeweils zwei. Und hier vorne würde ich dann sagen, schocken wir. Dann machen wir mal das einfach so. Zack, zack, zack. Und setzen die Medics dahinter. Mal sehen, wie das wird. Eine normale. Nein. Nein. Das ist deutlich zu hart. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass die so schnell sterben. Ach, sterbt doch nicht so schnell. Die machen einfach viel zu wenig Schaden. Das wird eine Fail-Challenge. Wir haben das erste Gebäude zerstört. Leider können wir Rückzug, 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 Rückzug. Leider hat es nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh Gott, die Mini-Roboter sind viel zu schwach. Das könnten wir bei Terror Stage 1 machen. Unsere Medics haben überlebt. Können wir es vielleicht. Ich glaube, eine Playerbase ist zu hart. Vielleicht eine NPC-Base. Wir haben ja keinen Medic verloren. Das Problem ist, eine normale Kanone macht schon Mini-Roboter kaputt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte wenigstens gedacht, dass sie zwei Schüsse brauchen. Wie sind denn alle so stark? Ha.
Ich hätte das wirklich gern mit euch gemacht, Colonel G. Das wäre es jetzt, wenn wir hier angreifen. Das sieht aus wie ein Layout, das wir schon mal hatten. Das würde ich schade finden, wenn sich das wiederholt. Naja. Haben wir nicht eine Möhrenparty? Karottenverfütterer, genau, die meinte ich. Die mag ich ziemlich gerne, weil die sehr einfach ist. Aber hier sieht es auch gefährlich aus. So viele Schockwerfer und Boomkanonen und. Das ist hart. Vielleicht eine Ressourcenbasis. Aber oh, die ist schon Level 60 momentan geworden. Die 49er. Aber oh, die ist auch 60 geworden. Ich habe seit Jahren nicht mehr auf Ressourcenbasen geguckt. Oh. Wieso ärgert mich das Spiel heute? Ich habe mir das so lustig vorgestellt. Naja, wenigstens haben wir es einmal gesehen, dass die geheilt werden. Wow. Wow. Seht ihr mal, ich kann auch failen. Das ist ganz normal. Ganz normal. Ja, da komme ich leider nicht durch. Gibt es nicht irgendeinen, der was total Schwaches hat? Hätten wir wenigstens eine normale Truppe dabei, wäre es vernünftig. Wie jetzt so einen Panzer oder so. Das wollen wir auch irgendwann machen. Nur Medics mit einem Abfackler. Das wäre sehr lustig. Sollen wir das machen? Jetzt? Da bräuchte ich. Das würde viele Diamanten kosten. Ich meine, wir haben viele übrig. Dafür würde ich aber dann auch boosten, oder? Das wäre dann lustiger. Was sind das hier für Bases, die wir haben? Was ist das denn bitte? Sollen wir? Sollen wir? Sollen wir? Natürlich sollen wir. Mal sehen. Wir zählen mal, wie lange unsere Mini-Roboter aushalten. Wir machen das so. Wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Wir machen Rauch. Rauch. Mini-Roboter. Ach. Ich bin blöd. So viele dürfen wir ja gar nicht setzen, sonst habe ich keine Energie mehr. Ganz ruhig. Wir haben ein bisschen Spaß jetzt. Das wird eine Blödsinnfolge. So. Rauch. Rauch. Ich sag mal zwei Mini-Roboter. Eins, zwei. Flair nach hier und Rauch. Mini-Roboter haben überlebt. Nach hier jetzt. Fahrt dahin. Also das, was wir jetzt hier machen, das geht dann nicht mehr mit den Mini-Robotern, mit dem Rauch. So, Rauch. Mini-Roboter sind drauf. Und gleich wird geschockt. Mal sehen, wie viel Schaden die machen können. Oh mein Gott. Von allen Seiten werden die getroffen. Was ist das? Zack. Mal sehen, wie lange die aushalten. Und haut drauf. Naja, also ich würde sagen, 1% haben die geschafft. Habt ihr gesehen, wie schnell die sterben? Definitiv nicht zum Nachmachen, aber da wir ja fast Max sind, wir machen in der nächsten Zeit sehr, sehr viel Blödsinn. Ich habe da Lust drauf. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt oder ob ihr sagt, das ist jetzt Schwachsinn. Also ich habe das jetzt eigentlich gar nicht so geplant. Vielleicht hätte ich mir das denken können, dass die Mini-Roboter einfach zu schwach sind hierfür. Vor allem auf Level 1. Da gibt es bessere Ideen, aber wieso nicht? Man kann es wenigstens versuchen. Was können wir noch machen mit Mini-Robotern? Irgendein Gebäude will ich zerstören. Wie wäre das, wenn wir können das auch anders lösen. Wo ist ein Spieler? Der ist ja low. Könnten wir das hinkriegen? Können wir das hinkriegen? Das wird. Die Raketenwerfer sind das Problem. Und der Schockwerfer, der ist auch in Reichweite, der Blödmann. Und der ist auch noch Max. Sehr das versuchen? Schaut euch diese Ressourcen an. Richtig übertrieben, ne? Wir versuchen es einfach mal. Wir verlieren ja nichts, das ist das Beste. So, einmal da. Zack und zack. Und dann müssen wir noch die Boom-Kanone wegräumen und dann einmal hier rein, damit die drei Sachen weg sind. Was? Die hat überlebt? Darf ja nicht wahr sein. Und dann noch hier einmal. Und nochmal. Wie viel Leben hat dieses Ding? Es wird schon nichts. Das weiß ich jetzt schon. Wir müssen gleich den Schockwerfer schocken. Treffen beide. Das wäre sehr schlecht. Mal sehen. Wir bekommen Energie. Wir können jetzt wieder schocken. Das ist gut.
Nur der zweite Schockwerfer haut rein. Das ist das Problem, seht ihr das? Und die Raketenwerfer hauen rein. Bekommen wir das hin? Bekommen wir das hin? Versuchen es nochmal. Bisschen anders jetzt. So angreifen, wir verlieren ja sowieso nichts. Machen wir mal so. Und dann müssten wir eigentlich nur... Also die weiß ich, die brauchen nur einen Schuss, oder? Bam, bam, das ist gut. Wenn wir den Schockwerfer wegräumen... Der braucht zwei, oder? Dann haut natürlich das Ding da gleich rein. Also hier der Laser... Nein, diese Doom-Kanone. Eins, das ist gut. Wenn wir jetzt so machen... Bam, bam. Und die genau hier drauf platzieren. So, zack, zack, zack. Und dann heilen. Nicht unsere eigenen Dinger schocken. Was mache ich denn hier? Das wäre machbar, oder? Wäre das machbar? Wenn wir das hinkriegen. Das kriegen wir hin. Ich wette mit euch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir jetzt hin. Wir machen zwar den größten Blödsinn des Jahrhunderts, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher. Das kriegen wir hin, so. Das machen wir kaputt. Das machen wir kaputt. Die Boomkanone müssen wir leider kaputt machen. Und dann müssen wir hier das kaputt machen, dringend. Beides. Einmal den Laser, die Doomkanone und den Schockwerfer. Zack und zack. Bitte. Das ist gut und das ist kaputt. Wir haben jetzt sehr, sehr wenig Energie. Ich würde sagen, wir droppen zwei und dann muss jetzt gemedkittet werden. Heilen. Heilen, 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 heilen. Da kommt sehr, sehr viel Schaden auf die zu. Ah, das ist nicht machbar. Knapp. Knapp. Wenn der Raketenwerfer außer Reichweite wäre und der Rest tot, kriegen wir das echt nicht hin? Wieso kriegen wir das nicht hin? Das ist ärgerlich. Kommen wir nach einer anderen Base. Ich will das schaffen. Ich will irgendwas schaffen mit diesen Mini-Robotern jetzt. Wieso haben wir so wenig Bases übrig? Der, wie sieht der nochmal aus? Das... Da können wir das auch nicht hinkriegen. Das Problem ist, die Schockwerfer sind in Reichweite. Den schaffen wir auch nicht. Der... Wieso habe ich so wenig Spieler auf der Map? Der... Natürlich sind Schockwerfer in Reichweite. Wer baut denn Schockwerfer, dass die nicht in Reichweite sind? Das ist mir schon bewusst. Und die Raketenwerfer hauen auch alle rein. Wobei hier nur der und der, nur die zwei, wow. Der hat ja nicht so viele Ressourcen, oder war das der? Der, dann suchen wir hier mal einen neuen, vielleicht haben wir Glück. Ja, klar, Level 55. Nein. Interessantes Layout, muss ich sagen. Ich hätte es so gern geschafft. Ach, kommt schon. Guckt mal, wie einfach der Typ ist. So einfach. Und wir kriegen den nicht platt. Weil die leider einen One-Shot bei meinen Sachen machen. Wobei, wenn ich die da... Raketenwerfer, die hauen zu sehr rein. Mini-Roboter, was ist das Fazit von diesem Video? Mini-Roboter sind deutlich zu schwach. So, an dieser Stelle hat die Aufnahme irgendwie gestoppt und hat gesagt, Heaven, hör auf mit diesem Mist, das ist sowieso ein Fail-Video. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich weiß selbst, es war ein großer Fail. Also, ich habe mir es anders vorgestellt. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht eine leichte Player- oder Spieler- oder NPC- oder Ressourcenbasis-Base finden, die wir dann platt machen können mit Mini-Robotern. Ich habe auch gedacht, dass sie ein bisschen stärker wären, aber naja, ich habe trotzdem für die nahe Zukunft noch ganz viele andere Challenges und auch vernünftige, also keine Sorge, das war jetzt nur ein Fun-Video. Vielleicht hattet ihr auch ein bisschen Spaß, würde mich natürlich freuen. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich auch, dass ihr nichts gegen Blödsinn habt, auch mal in Videos. Also ich finde, wieso nicht? Man sollte mit einem Spiel Spaß haben und nicht das zu ernst sehen. Und deswegen auch mal ein bisschen Blödsinn, auch wenn ich mir selbst anders vorgestellt habe, aber dann ist es halt so geworden. Und dann hatten wir ein bisschen Spaß. Naja, an dieser Stelle nochmal viele Grüße an alle aus meinem Einsatzkommando und danke für die ganzen Offiziere, die mich unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wir uns in einem anderen Boombeach-Video wiedersehen, entweder montags, mittwochs oder samstags. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.